Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen What's Up-Video von Godslave. Heute dreht sich alles um unseren Studioaufenthalt. Ihr werdet Einblicke in die Tiefen des Studioalltags bekommen und vielleicht das ein oder andere sehen, was ihr überhaupt nicht sehen wollt. Aber Pech, jetzt müsst ihr durch. Hallo, hier ist Investigativjournalist Bernie und wir Investigativjournalistin jetzt die Studioaufnahmen von Godslave Investigativ Journalistik. Ja, das ist diese Angst erfüllt jetzt hier im Leben. Weil man weiß nicht, was sich du hier so verbergst da, ne? Ist jetzt ein bisschen dunkel da. Oh, ein Licht am Ende des Tunnels. Naja, die Frage, ob wir da jetzt durchgehen sollten, ne? Aber wie ist denn jetzt? Geh nicht in das Licht! Probieren wir es mal. Oh, Sina! Sicher, so mache ich nämlich Türen auf, immer. Oh, hallo mal, das sind die goldenen Schallplatten. Mal gucken, was hier ist. Leider leer, schon gesoffen. Das ist der Leisure Room. Liegen auch so ein paar Sachen rum noch. Aber keine benutzten Kondome, das ist schon mal viel wert. Küche? Ja, das ist immer noch ein Glück. Ja, das ist noch nichts Spezielles. Das ist noch nichts, ne? So wie sowas kommt. Das ist noch nicht fett. Das ist der Produzent, der Philippe, der total Ahnung von Sound hat, wie man es schon hört. Ausprobieren im Glück. Also eigentlich ist er Malermeister, aber in seiner Freizeit... Elektriker und Handwerker. Ja, das sieht man ja schon am Bart. Ja. Also, das sieht hier wie folgt aus. Wir nehmen das Kabel. Gehen über ein Maxon Overdrive Pedal in den PV 6505. Der hat im Effektweg hier den Engel Fireball 60 drin und das geht aus dem Engel hinten raus direkt in die Tonne. Und dann gehen wir hier von dem Camber mit dem wunderschönen Godslave Profil hier mal durch den ganzen Aufbau durch in den Tuner rein. Und machen das mit der Gitarre. Und das klingt dann wie folgt.
zweiten Takt. Alter, das hatte ich noch nie so gespielt. Nee, das hatte ich aber ja das erste Mal so gespielt. Ja. Was macht denn der jetzt? Das war so nicht abgesprochen. Was war denn der Alter? Er hat nur Staccato gespielt. Ja. Ohne. Ich muss ja genau hinhören. Auf der Demo ist es, glaube ich, sogar so. Ja. Ist egal, immer so. Ich meine, mein Gott, das können wir von mir aus so machen, ja? Nachher mit der anderen Gitarre. Genau, mach dann mache ich noch andere Sampling erst. Ne? Höher, ne? Genau, schon da mit der geht da jetzt die, oh, die Quinte zum Beispiel. Und die andere da. Bitte. Ding mit hin. Was mit ihm?